auf die Plätze. Fertig, los. Richard Reit schreibt: Tag, Bijan. Vor kurzem habe ich den Freund meines Mitbewohners dabei erwischt, wie er meinem Hund einen Kuss gegeben hat. Nun lasse ich meinen Hund nicht mehr aus dem Zimmer. Das ist doch kein Zustand, oder? Lieber Richard Wright, ich glaube, du machst es dir etwas zu einfach. Was sagt dein Hund denn dazu? Möglicherweise gefällt es ihm ja. Hat er während dem Kuss vielleicht mit dem Schwanz gewedelt? Oder ihn gar provoziert, indem er vorher aufgeritten ist? Mit einer einfachen Viktimisierung deines Hundes ist es hier nicht getan. Er ist ja nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt. Er hat auch einen eigenen Willen und einen Sexualtrieb. Daher finde ich es eigentlich grundsätzlich nur verwerflich, wenn es sich um einen kleinen Hund handelt, der sich nicht wehren kann. Ist es hingegen ein großer Schäferhund oder eine deutsche Dogge, ist das Ganze schon etwas anderes. Ich zum Beispiel vergnüge mich grundsätzlich nur mit Tieren, die mir auch gewachsen sind. Oh Knut!